So, das ist ein sehr interessantes Inventar. Also ich hätte unsere Quickslots hier unten noch freimachen können, aber das wäre ein zu großes Gewusel. So, und jetzt kann ich gleich richtig, richtig schön viel Eisen abholen. Schön, 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 schön. Mauer auf. Mauer zu. Ah, nicht dahin. Also der ist nicht wirklich wichtig, aber ich will trotzdem nicht gegenfahren. So, setz dich mal dahin, kriegst hier Treibstoff. Repariere das Auto. Oh, jetzt kommen die Roboter an. Ach stimmt, die haben ja auch keine Bäume mehr zum Abbauen. Das sollte ich dann auch demnächst machen. Es müssten jetzt, keine Ahnung, 600 oder so Samen in der einen Kiste liegen, damit wir einen Wald neu anpflanzen können. Und der Wald, den wir angepflanzt hatten, in der Nähe des Roboports, müsste inzwischen hoch genug sein. Oh, oh, oh. Das heißt, den könnten wir einmal wieder komplett von den Robotern abpflanzen lassen und danach dann von Hand den ganzen Wald wieder aufziehen. Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Eisen. Ich werde auch das Inventar von dem Wagen einmal voll machen, auch wenn es nicht so groß ist. Aber ein Zug wäre echt eine schicke Sache. Wobei, ich will nicht wissen, wie lang, groß und MK3-ig der Zug sein muss, damit wir das Eisen schnell genug von oben nach unten bekommen. Weil die Vanillazüge, das wäre ein Lacher. Da bräuchten wir, keine Ahnung, 20 Cargo-Container, um das einigermaßen hinzubekommen. Oh, Strom. Ja, ich habe nicht, hier. Nicht wirklich viel dabei. Komme ich von hier aus an die da ran? Ja. Teil mal bitte mit euren Brüdern hier unten. Ihr verbraucht eh gar nichts, die hinteren drei. So. Weg mit dir, rein mit dir. So, das da rein, damit meine Talia ist so. Was wollte ich? Eisen, 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 Eisen. Okay. Aber das ist doch mal ein schönes Inventar. So. Noch irgendwas hier oben? Läuft alles super, alles ist sehr MK2-ig. 12 Repair-Bots mit noch genug Repair-Zeug und Mauern. Wir wurden eh nicht so häufig angegriffen. Wow. Da ist nicht gut. Da ist absolut nicht gut. Ich glaube, da ist nämlich kaum Verteidigung. So, rein da, rum da, weg da. Gucken wir mal. Und nicht... ich fahre jedes Mal in dieses Mini-Seengebiet da. Das sollte ich mal zubetonieren. Ich höre mich echt wie so ein Kapitalisten-Umweltzerstörer-Schwein an. Ah, ist ein See im Weg. Betoniert ihn zu. Wir haben frisches Wasser. Was machen wir damit? Wir kippen es einfach weg. Oh Mann. Ich bin falsch gefahren. Da müssen wir lang. So. Okay. Ja, doch, das geht. Es sind wenigstens überall Dreier. Dafür ist nur eine Zweiermauer da und noch keine Zehner. Und ich sehe gar keine Leichen und gar keine Gegenstände. War das hier? Oh ne, das war weiter unten ein Schritt, ne? Ich glaube schon. Okay, fahren wir mal weiter runter. Fahren nirgendwo gegen und hier sehe ich schon mehr Leichen. Das ist okay. Bist du im Einzugsgebiet von einem Roboport? Nein. Das ist nicht schön. Dann bau dich mal ab, bau dich weg. Hier ist Eisenerz, das ist nicht schön. Und hier wird sogar noch Eisen abgebaut. So. Dich setzen wir mal ein Feld nach hinten, damit du das andere da auch mitnimmst. Ja, hier ist noch Eisen. Was zur Hölle? Das habe ich irgendwie verplant. Bau bitte... Nee, du musst da weg, tut mir leid. So. So, da und da. Ja, das heißt, von hier unten bekommen wir jetzt auch demnächst wieder regelmäßig, wenn auch nicht sehr viel, wenigstens etwas Eisen. Das mache ich mal alles hier weg. So. Angriff auf.
Ach, Erz-1. Erz-1 ist besser verteidigt als alles andere, was wir haben. Im Notfall ziehen wir nach Erz-1 um. So, das ist jetzt gar nicht verteidigt, aber ist halt so. Genau, mach einfach die ganze Mauer weg. Da. Ich habe immer noch nicht so wirklich viel Treibstoff. So. Also ja, von hier unten kommt jetzt auch wieder Eisen. Ist das überhaupt noch irgendwo angeschlossen? Ja, es ist das reguläre Ding, was hier lang fährt. Okay. Ja, ich habe ein bisschen Eisen, das sollte ich abliefern. Bam. So, und das sieht einfach nur geil aus. Ich hätte es eigentlich ganz gerne mit 8 Armen. Dass es einmal so ein Kreisverkehr ist, aber das geht dann nicht so gut auf, denke ich. Das war der erste 200er Stack. Hammer. Also ich glaube, ich darf mich jetzt nur so 10 Minuten hier aufhalten. Dann ist die Kiste wieder leer. So, die Kiste fühlt sich richtig gut. Mit Kupferplatten. Also da haben wir auch schon mal einen schönen Puffer. Blaue Tränke. Achso, können hier jetzt erst kommen, weil jetzt erst wieder Eisen da ist. Genauso wie bei Stahl. Okay. Da sollte ich nicht meckern. Was machen wir jetzt noch, wo wir gerade hier sind? Ich wollte eigentlich auf Stahl warten, damit ich die Lasertürme bauen kann, ne? Ja, okay, dann gehe ich derweil mal die Samen holen, um den einen Wald neu zu bauen und den Befehl zu erteilen, abzureißen, den alten. Zack, das sind dezent viele Bäume. Zukünftige Bäume. Und wo war jetzt da? Da war unser Forst. Mach bitte weg, Forst. So, gucken wir mal. Jetzt dürften schon ein paar mehr. Oh. Wie hebe ich das auf? Ich will dich nicht abbauen. Okay. Das war jetzt. Ha. Also es ist zumindest nicht ein einzelner Roboter, der den ganzen Wald wegholzt. Aber es sind nicht so viele, wie ich mir vorgestellt hätte. Ich dachte, ich hätte mehr gemacht in der Zwischenzeit. Okay. Sieht schon besser aus. Die fangt alle unten an, ne? Nö. Random einfach mittig. Okay. Ah, das alte Aufladeproblem. Okay, also ja, MK2 beziehungsweise MK1 Ditech Roboports klingen nach einer sehr guten Idee demnächst. Okay, was mache ich jetzt derweil? Ich setze den Wald. Und ich fange mal hier oben an. Schön weit weg von den Pfosten da oben. Also relativ. So. Und dann muss ich mir überlegen. Also, wir haben Bedarf an dem Resin, der da rauskommt, um ihn zu Plastik zu machen, um daraus die lila Chips zu machen. Die lila Chips scheinen ja auch später ein sehr wichtiger Faktor zu sein. Also wir müssten die irgendwann auch mal automatisieren. Brauchen die eigentlich blaue Chips? Die lila Chips? Ja, die brauchen blaue Chips, das ist doof. Das heißt, wir stellen unten grüne Chips her, machen unten aus den grünen Chips rote Chips. Bringen die roten Chips via Roboter nach oben zu den Fabriken, um daraus blaue Chips zu machen. Und bringen sie danach wieder runter zu unseren Fabrikhallen hier, um daraus lila Chips zu machen. Oh Gott, okay. Also ja, darauf wird es hinauslaufen. Wir brauchen unbedingt mehr und schnellere Roboter. Mach hier zu. Und ich glaube, die Methode geht schneller, als wenn ich das immer so eine Reihe baue. Wenn es ein bisschen wuselig ist und manchmal Löcher auftauchen. So. Sieht auch ein bisschen natürlicher aus, ne? Als so ein Blockbäume. Haben wir hier unten Abdeckung? Roboport-technisch? Ja, haben wir. Oh. Okay, wir haben fast keine Samen mehr. So, okay. Das hätten wir auch. Und es sollte kurzfristig, so lange bis wir es abreißen, für Smogreduktion sorgen. Gar Mist. Das ist nicht gut.
Ja, ganz viel Pollution und da ist entweder eine neue Basis oder ist jetzt mehr ausgebreitet. Okay, was machen wir? Wir heizen da einfach durch. Es geht nicht mehr so wirklich gut. Und da ist auch eine Bar. Die müssen wir auch nochmal checken. Das wollte ich, glaube ich, auch schon seit ein, zwei Folgen jetzt machen. Naja, okay, Stahl. Ich brauche Stahl für die Lasertürme. Sehe, es kommt nichts an. Es wird alles hier unten weggeballert. Für was genau? Was braucht der Stahl? Du. Du hast keine roten Chips, weil keine roten Chips ankommen, weil keine roten Chips. Kupfer? Wo ist das Kupfer? Oh. Es kommt kein Kupfer an. Okay. Wir brauchen Ärmchen. Oh. Ich habe nichts. Gut, wo sind die Kisten, wo ich mein Zeug reingeschmissen habe? Nicht hier. Das sieht gut aus. Gib mir Kupfer, gib mir Stahl, gib mir Plastik, gib mir Eisen. So. Oh, und gib mir mal die ganzen lila Tränke, damit ich sie auch einsortieren kann. So, was fehlt jetzt? Eisen. Ein bekanntes Problem. Na, hält noch, okay. Bau bitte ganz schnelle, ganz normale Ärmchen. So. Du bist schon schnell. Kupfer kommt nicht mehr an. Ja, eins zur Zeit. Erstmal hier den Draht. Das Drahtdingens. Du brauchst schnelle Ärmchen. So, zwei Stück reichen. Kommt durchgehend raus. Okay. Warum kommt nicht genug Kupfer an? Das nächste Problem. Das heißt, die Kiste wird nicht mehr das so machen. Es kommt Kupfer an, aber es ist nicht so schnell, wie es sein könnte. Aber es bringt nicht, jetzt die zu erhöhen. Es kommt einfach nicht genug Erz von oben an. Es müsste hier durchgehend voll sein. Naja, du setzt das jetzt da drauf, damit das aufgepolstert wird. Und das wird auch eine ganze Weile reichen. Zumal das ja auch nur langsame Ärmchen sind. Draht wird hier im Akkord hergestellt. Und hier sieht es jetzt auch gut aus. Okay. Also es hing wohl echt mal wieder nur daran, dass hier zu langsame Ärmchen an der einen Fabrik waren. Das heißt, rote Chips werden wieder produziert. Dadurch können wieder blaue Tränke produziert werden und alles ist gut. Okay. Also ich komme langsam nicht mehr hinterher mit allen Sachen, die gemacht werden müssen. Vor allem, es kann auch viel schief gehen. Also die ganze Zeit, wo ich jetzt dabei bin, meine Ressourcen zu sichern und zu managen und so weiter, mutieren die Beißer ja weiter. Momentan sind die Roten schon ein Problem für uns. Und es soll wohl noch um einiges Schlimmere geben. Das heißt, für die nächsten Folgen einigermaßen unsortierte Liste, was gemacht werden muss. Die Basis da muss komplett zerstört werden. Ich glaube, es sind nur noch Würmer da, aber ist mir egal. Ich will, dass sie weg sind, damit sie keinen Smog aufsaugen können. Dann muss die Basis weg, die Basis weg, die Basen weg, die Basis weg, die Basis weg, die Basis weg. Was, glaube ich, ziemlich unrealistisch zu machen ist. Alternativ müssten wir hier ganz viele Bäume anpflanzen, wofür wir ja schon bald die Samen hätten. Oder wir sorgen dafür, dass das hier weniger Smog verbraucht. Also wir benutzen keine Produktivitätsmodule mehr. Was ich persönlich jetzt nicht so wirklich toll finde. Aber ja. Das müssen wir gucken. Da müssen wir regelmäßig das Eisen runterbringen. Wir müssen eventuell hier mehr Kupfererz abbauen, damit die Fließbänder durchgehend voll beladen sind. Das war es eigentlich ja schon. Also so viel ist es gar nicht. Es kommt mir nur so viel vor. Und das ist immer noch super. Also gut, nächste Folge halt die Sachen, die wir eben gemacht haben, und wir sehen uns dann gleich wieder.